Die Eltern nehmen ja kein Wort Slowenisch kennen, nur Deutsch. Es ist immer deutsche Schulbesuch. Nicht? Und der Vater, der hat sehr viel in Deutschland hasiert. Nicht? Und er ist dort geboren in Deutschland. Aha, ja. Ja. Aber es war sehr streng. Es war nicht so einfach, nach Deutschland ihn zu hasieren. Das war ja nicht einfach. Und immer wieder müssen ansuchen und die Vater haben sie immer wieder zurückgestellt. Nicht? Und es war sehr, sehr negativ für diese Sachen. Und Sie sind jetzt seitdem in Kärnten? Ja, wir waren 9 Kinder, nicht? Und bin mit den Eltern umgesiedelt. Nicht? Und von dort sind wir in die Untersteiermark gekommen. Nicht? Nicht da, wo die meisten Kutscher sind, sondern an der ungarischen Grenze. Da waren 5 Familien, nicht? Und wir sind früher weg, schon am 1. April von geflüchtet. Schon am 1. April, da war der Krieg noch nicht aus. Nicht? Der Krieg war erst am 8. Mai aus. Nicht? Da sind wir über Marburg darauf mit unseren Pferden. Ich war damals 14 Jahre alt, meine Brüder beide waren bei der deutschen Wehrmacht und der Vater war auch beim Volkssturm. Und ich mit 14 Jahren bin mit den Pferden mit der Mutter darauf gefahren.